Auf der internistischen Station hat es Dr. Christian Sonnenberg heute mit einer Büroangestellten zu tun, die beim Fitnesstraining plötzlich zusammengebrochen ist. Die Frau wird von ihrer Schwester und ihrem Ehemann begleitet. Noch ahnt niemand, dass das Leben der 45-Jährigen am seidenen Faden hängt. Volles Zimmer heute, gell? Ja, einmal der Ehemann und die Schwester. Labor ist schon gelaufen in der Ambulanz, ein Röntgen-Thorax ist gelaufen und ein EKG, das war aber unauffällig. Warum sind Sie hier und nicht woanders? Die Welt ist ja sehr groß. Ich verstehe es selbst nicht. Also ich bin einfach vom Laufband gekippt. Mhm. Und also ich bin ganz normal gelaufen. Mir war ein bisschen schwummerig und es war ja auch heute sehr heiß. Mhm. Aber ich bin einfach, ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern. So richtig, dass Sie auch ohnmächtig waren, oder? Also ich war ohnmächtig, ja, oder? Sie war 3 Minuten ungefähr, war sie schon ohnmächtig. Aber ich konnte sie nicht ansprechen. Ich bin wirklich Hast du denn was gegessen heute? Also ganz normal getrunken und gegessen? Ja, ich habe mein Müsli gefrühstückt und dann, ich habe einen Saft getrunken und dann habe ich mir noch so einen Shake da bestellt. Also ich weiß überhaupt, also... Und jetzt ist alles wieder wie immer? Oder? Also ich fühle mich ein bisschen komisch. Komisch. Sag mal genauer, ist das Übelkeit in dem Sinne oder Schwindel? Oder ich messe den Blutdruck dabei, ja. Oder was würden Sie sagen, was komisch ist? Vielleicht auch einfach aufgeregt, weil das überhaupt passiert ist. Da es im Leben der Büroangestellten bisher keine Anzeichen einer Erkrankung gab, ist die plötzliche Ohnmacht mehr als besorgniserregend. Dr. Sonnenberg will der Ursache auf den Grund gehen, denn besonders eine längere Bewusstlosigkeit kann schnell lebensbedrohlich werden. Ich bereite mich eigentlich auf den Halbmarathon vor. Also ich bin schön, ich gehe 3-mal die Woche laufen. Also die meisten solcher Synkopen, wie wir sagen, oder solcher Ereignisse sind halt wegen Herzrhythmusstörungen. Ne? Das ist, was sehr häufig ist. Dann manchmal versackt das Blut in den Beinen von den Leuten. Ne? Das sind so besonders häufige Gründe. Ne? Aber bei Sportlern. Ja, auch bei Sportlern. Da ist man nicht vorgefeit. Die gesunde Lebensführung der Patientin, also sprich die regelmäßige sportliche Aktivität und die sicherlich hochwertige Ernährung, verringern natürlich die Wahrscheinlichkeit für Stoffwechselerkrankungen. Ganz vom Tisch sind sie damit natürlich statistisch jedoch nicht. Um der rätselhaften Bewusstlosigkeit auf die Spur zu kommen, möchte der Arzt trotz des unauffälligen EKGs einen Herzultraschall und ein Langzeit-EKG machen. Denn auch lebensbedrohliche Herzerkrankungen zeigen sich manchmal nur unregelmäßig. Das ist jetzt nur Flüssigkeit, ne? Da ist sonst nichts weiter dabei. Ist einfach jetzt mal für den Kreislauf. Eine Sache können wir schon schnell abarbeiten, ne? Lass mal einmal kurz hier einen Ultraschall machen vom Herzchen. Wurde sowas schon mal gemacht? Nee, ne? Ja, eigentlich nicht. Ich gehe ja auch nur zum Arzt, wenn ich denke, es muss sein. Bei der Ultraschalluntersuchung vom Herzen sieht man, wie sich das Herz zusammenzieht. Man kann sehen, ob alle Anteile vom Herzen sich gleichmäßig bewegen oder ob irgendein Anteil sich weniger bewegt. Man sieht, ob die Klappen regelrecht öffnen und schließen. All das war aber vollkommen unauffällig bei der jungen Dame. Also vom normalen EKG her sah das ja offenbar normal aus, unten in der Notaufnahme. Und hier sieht auch alles normal aus. Aber wie gesagt, ich würde die Langzeituntersuchung auf jeden Fall noch abwarten. Ne? Und die Langzeituntersuchung, wie sieht die jetzt aus? Ja, das ist nicht schlimm. Da kriegen Sie nur so ein Gerätchen umgehangen, ne? Für einen Tag. Und das zeichnet halt durchgehend quasi so ein EKG auf. Ne? Das muss jetzt erstmal einen Tag lang dranbleiben. Also, beziehungsweise wir würden es empfehlen. Ne? Was Sie... Einen Tag, das heißt, meine Schwester bleibt jetzt erstmal hier? Ja, würden wir dringend empfehlen. Ne? Zur Abklärung von so einer... Sie müssen sich vorstellen, wenn man wirklich bewusstlos ist über mehrere Minuten, das ist ja sehr gefährlich. Ne? Da, während der Zeit hat man keine Schutzreflexe. Stellen Sie sich vor, Sie hätten zum Beispiel erbrochen oder irgendwas, das hätten Sie angeatmet, dann wären Sie jetzt gar nicht mehr hier. Ne? Also man muss das schon dringend abklären, warum jemand umkippt und bewusstlos Eine stationäre Aufnahme zur Abklärung einer Synkope ist etwas vollkommen Gewöhnliches und Alltägliches. Dass die junge Dame jedoch am Ende tatsächlich um ihr Leben fürchten musste, das war überhaupt nicht vorherzusehen. Die Ungewissheit, warum es zu der Ohnmacht gekommen ist, macht der Patientin und ihren Angehörigen Angst. Dr. Sonnenberg hofft, dass das Langzeit-EKG Licht ins Dunkel bringen wird. Nach 24 Stunden besucht er die Sportlerin auf Station, um mit ihr die Ergebnisse zu besprechen. Mensch, ist immer ein volles Zimmer, wenn Sie da sind. Ja, hier ist alles gut. Ne? Im Langzeit-EKG sieht man nichts. Ne? Das ist schon mal eine gute Sache. Also man muss natürlich dann die Frage stellen, wie man das abschließend so wertet. Ne?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Sorge, weil ich, also dieser Halbmarathon, ich laufe da ja auch ganz oft alleine im Training. Mhm. Und wenn das jetzt nochmal passiert und ich dann womöglich irgendwo hinstürze, ja, deswegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit diesen ganzen Untersuchungen, weil man hat doch jetzt die Ursache immer noch nicht gefunden, oder? Tatsächlich findet man aber auch nicht bei jeder Synkope immer direkt irgendein Korrelat dafür, also irgendeine Erklärung dafür, ne? Aber ich würde sagen, wir können gehen, oder? Formal sind sie auf jeden Fall durch. Du bist ja immer fit, ne? Nee, also da muss ich mich leider mal einklinken. Also ich bin nicht dafür, dass sie jetzt geht. Man sieht es ja nicht ohne Grund zusammengeklappt. Ja, die hat vielleicht gestern, der Tag, es war warm, die hat, irgendwas war halt ein schlechter Tag mal. Ja, aber es war auch immer ein Tage warm. Ja, wenn Sie natürlich sagen, Sie machen sich jetzt Gedanken vor dem sportlichen Wettbewerb. Ja. Kann man überlegen, ob Sie noch zum Beispiel ambulant so ein Belastungsergometrie machen möchten. Ne? Kennen Sie das? Da sitzen Sie am Fahrrad, da werden Sie systematisch mehr belastet. Ne? Dass der Körper immer mehr arbeitet und dann guckt man, wie da auch das Herz regelt. Das ist aber keine Standarduntersuchung jetzt für eine Synkope quasi. Weil alle EKGs bisher hier unauffällig waren. Also jetzt in diesem Moment geht es dem Herzen soweit gut. Ne? Nee, ganz da können wir doch gehen. Nicht. Aber ich ja, das müssen Sie für sich selbst entscheiden. Also ich finde, ich wäre wirklich dafür, du versuchst das einfach nochmal mit dem Fahrrad. Soll ich denn jetzt noch warten? Weil wenn ich traue mich ja nicht. Kann man das hier machen, das Belastungs-EKG? Jetzt bist du einmal hier. Das sofort. Könnte man auch hier machen, grundsätzlich. Ja. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 45. Ja. Aber dann wäre das doch vielleicht noch eine Option, dass wir das machen, ne? Aufgrund des Alters des Sports. Ich würde mich da nicht gegen wehren. Die Patientin war natürlich etwas enttäuscht, in Anführungsstrichen, darüber, dass wir bei ihr nichts Krankhaftes gefunden haben. Das ist klar, dass man lieber einen Grund dafür findet. Dass man im Umkehrschluss noch andere Untersuchungen wünscht im Krankenhaus, das ist ja häufig so, aber dann oft auch nicht von Erfolg gekrönt. Da es Herzerkrankungen gibt, die in Ruhe unauffällig sind und sich erst unter Belastung zeigen, möchte der Arzt kontrollieren, wie das Herz unter Anstrengung arbeitet. Dass das Belastungs-EKG zu einem Kampf um Leben und Tod führen wird, war zu diesem Zeitpunkt nicht zu erwarten. Nachher wird die Belastung ein bisschen stärker und Sie strampeln einfach weiter, so wie Sie es können. Ne? Sie das Shirt so lange mal nehmen? Ja, okay. Also ich kann auch ruhig so schnell, wie ich kann. Ja, aber ja, mach das, die Belastung das wird noch wird steigern. Erhöht, ne? Genau. Ich kontrolliere halt immer den Blut. Okay, schön. Aktuell bei 110:70, so wie es sein soll. Ich lasse die Manschette an und messe gleich immer mal wieder weiter. Ne? Die Belastung steigt jetzt langsam. Ja. Geht aber noch gut. Mhm. Ja. Genau. Schön. Ich auch gewundert. Ich messe noch mal dabei. Mira, schau mal. Moment. Das kann auch gar nicht sein. Ich krieg echt gar nicht mehr so richtig Luft. Bitte, was kriegen wir? Also, 130:70. Normalerweise. Machen Sie mal langsamer, wenn es Ihnen nicht gut geht. Sieht gerade auch nicht so gut aus. Dann halten Sie an. Halten Sie an. Dann steigen Sie lieber ab. Geht nee, nicht. Ja, nee. Okay, ich mach bin doch gerade zu weit. Kommen Sie mal runter. Alles gut. Warten Sie mal, ich mach mal die Knochen. Die alles gut. Und Gott langsam. Ganz langsam. Nicole. Nicole. Oh Gott. Voll Toni. Nicole, warte. Nicole. Möchten Sie rausgehen? So, lass uns mal. Wir haben eine Notfallsituation. Möchten Sie rausgehen? Das stört gerade nur, ne? Wenn Sie ihr was Gutes tun wollen, warten Sie am besten draußen, ne? Während des Belastungs-EKGs kam es dann wirklich ganz plötzlich zu einer dramatischen Veränderung. Die Patientin ist vor unseren Augen quasi zusammengebrochen. Da hat natürlich überhaupt niemand mit gerechnet in dieser Situation. Wenngleich der Raum, in dem man eine Belastungsergometrie durchführt, natürlich für solche Fälle gewappnet ist. Aber davon war in keinster Weise auszugehen bei ihr. Die Patientin hat einen Herzstillstand. Während die Angehörigen voller Sorge vor der Tür warten, versuchen Arzt und Schwester nach Kräften, das Herz der 45-Jährigen wieder zum Schlagen zu bringen. Um ihr das Leben zu retten, muss Dr. Sonnenberg eine Entscheidung treffen. Oh, das hat hier alles keinen Wert. Wenn sie wirklich eine pulslose elektrische hat, dann ist da irgendein mechanisches Problem, die wahrscheinlich irgendeine Lungenembolie oder irgendwas haben. Sättigung will ich gar nicht. Dann müssen wir, das nützt jetzt nichts, hier ewig rumzuhampeln, dann müssen wir machen wir schnell einer den Notfallwagen auf Seite. Nur du, Pump.
Immer weiter. Genau. Das, was wir im EKG gesehen haben, diese sogenannte pulslose elektrische Aktivität, heißt, dass irgendwo eine mechanische Störung auf Herz-Lungen-Ebene vorliegen muss. Da nützt es nichts, stundenlang vor ihr zu hocken und sie zu beatmen. Es war klar, dass wir direkt eine sichere Diagnostik machen müssen, wo diese plötzliche Störung herkommt und beziehungsweise den Verdacht auf Lungenembolie zu erhärten. Deshalb sind wir direkt mit ihr zum Notfall-CT mit Kontrastmittel durchgefahren. Das Notfall-CT bestätigt, die Patientin hat eine Lungenembolie. Einige Blutgefäße, die zur Lunge führen, sind verstopft. Durch die mangelnde Durchblutung kann die Lunge nicht mehr arbeiten und das Herz wird überlastet. Die Büroangestellte muss sofort operiert werden. Dr. Sonnenberg informiert die Angehörigen über die besorgniserregenden Ereignisse. Also ihre Frau hatte eine dicke Lungenembolie, wie Sie sagen, sprich, sie hat ausgeprägte Blutgerinnsel in der Lunge. Die waren allerdings, um es gleich vorab zu sehen, die waren nicht während unserer ganzen Untersuchung da, weil das hätte man in jedem EKG gesehen, das hätte man in jedem Herzecho gesehen. Das hätten wir in dem Langzeit-EKG, das hätten wir überall gesehen, wenn das vorher da gewesen war. Sondern die Vermutung ist, dass sie, dass das quasi während der Untersuchung hier am Fahrrad sich plötzlich losgesprengt hat und dann die Lungen akut verstopft hat, was sie ja gesehen haben. Deshalb ist sie ja hier zusammengebrochen. Wo können die denn her haben? Irgendwo im Körper bei ihr wird es ein Blutgerinnsel gewesen sein. Manche Leute neigen dazu, da gibt es Stoffwechselgründe für. Manche haben komische Bewegung gemacht, dass die das Bein irgendwo abgeklemmt haben, meist bei längerem Sitzen, auf Reisen, sowas. Ne? Genau, jedenfalls jetzt muss ich gerade notfallmäßig, was waren Sie? Vor 3 Wochen waren wir in Brasilien, haben wir einen kurzen Brasilienurlaub gemacht. Klar, da saßen wir ja 14 Stunden im Flugzeug. Ja, sehen Sie, aber die Beine, da war jedenfalls nichts ersichtlich, das wird dann sich in den höheren Etagen abgespielt haben. Ne? Aber wie geht's ihr denn jetzt? Ist sie aus dem OP schon raus? Nein, sie wird gerade jetzt noch akut operiert. Ne, das ist eine Operation, da muss man den Brustkorb eröffnen. Ja. Wie stellen Sie sich das vor? Sie müssen sich vorstellen, da sind alle großen Blutgefäße von der Lunge sind akut verstopft von jetzt auf gleich. Ne? Und deshalb muss der Brustkorb eröffnet werden, wie am offenen Herzen. Und dann muss diese Blutgerinnsel entfernt werden. Ne? Und währenddessen kann man dann die Operation. Ja, es ist tatsächlich ein Riesending. Also das ist, da kann ich Ihnen heute leider nicht überleben, oder? Das würde ich Ihnen so nicht versprechen können. Ne? Schon jede Wiederbelebung ist an sich natürlich höchste Lebensgefahr. Als wir mit Sicherheit sehen konnten, dass es eine fulminante Lungenembolie war, hing das Leben permanent am seidenen Faden. Auch noch während der OP und auch noch nach der Operation hing es auch weiterhin am seidenen Faden. Also da kann kein Mensch vorher den Ausgang sicher vorhersagen. Ich wäre mit der Eiskalt nach Hause gefahren. Das wäre auch in dieser Sekunde nicht falsch gewesen, weil sie zu dieser Sekunde noch nichts hatte. Ne? Diese stille Blutgerinnsel haben wir so nicht gefunden. Ne? Das ist das Problem. Nun beginnt für die Angehörigen der Büroangestellten eine bange Wartezeit. Aber zur Erleichterung aller verläuft die OP erfolgreich und die Sportlerin erholt sich einige Tage auf der Intensivstation. Zurück auf Station möchte Dr. Sonnenberg sich vergewissern, dass es der Patientin wieder vollkommen gut geht. Ah, hallo. Ach, also willkommen. Bei Ihnen freue ich mich ja immer wieder, wenn ich Sie so sehe. Wir auch. Ja? Immer wieder schön zu sehen. Hatten jetzt aber eine ganz schöne Odyssee hinter sich, ne? Ja. Meine Güte. Ich kann auch immer noch nicht verstehen, warum. Ja, ich habe jetzt ja gehört, Sie hatten auch eine Flugreise gemacht. Ja, Brasilien. Genau, und dann ist es ja oft so, dass Blut in den Beinen gerinnt. Ne? Wenn man lange sitzt, bewegt man das nicht richtig durch. Ja, das spannt, das ist meist gerötet, etwas verdickt vielleicht, dass die Adern so rausstehen. Sowas hatten Sie nie gehabt. Das zieht. Ja, meist ist es an den Beinen, ja. Es kann natürlich auch grundsätzlich überall anders im Körper sein, aber am häufigsten ist es natürlich wegen der Schwerkraft an den Beinen. An der Leiste hat es ein bisschen gezogen. Nach dem Flug, ja. Nie was gesagt, dass es da weh tat. Und war da was zu sehen? Ich habe nicht so genau geguckt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber also es hat ein bisschen gezogen und ich habe auch gedacht, es wäre, weil ich hatte natürlich dann ein bisschen nicht so viel trainiert und dann habe ich wieder losgelegt und dann habe ich gedacht, ach guck mal, das. Dass du sich so eine Sportlerleiste, oder? Ja, ich habe gedacht, ich hätte mich irgendwie überbelastet, weil ich habe das überhaupt nicht mit dem Flug verbunden. Also, dass Sie so noch unter uns weilen, ist schon ein gewisser Glücksgriff, muss man sagen. Ne? Da haben Sie
einen zweiten Geburtstag irgendwo gehabt. Ne? Das war wirklich ja haarscharf. Ne? Ja. Man muss noch ein sogenanntes Stoffwechsel-Screening machen, indem man sieht, ob sie grundsätzlich dazu neigt, Blutgerinnse zu bekommen. Das muss aber nicht so sein. Es reicht schon allein, so eine lange Flugreise zu machen, ohne dass man eine spezielle Neigung dazu hat. Generell bei längeren Autofahrten oder längeren Flugreisen empfiehlt es sich immer, viel in Bewegung zu bleiben, dass man die Beine durchbewegt, also einfach nur Fuß heben, Fuß senken, ein bisschen auf der Stelle laufen. All das aktiviert die Muskelpumpe und die Muskeln quetschen dann quasi das Blut nach oben und es kann nicht stillstehen. Das Stoffwechselscreening ergab, dass die Sportlerin keine erhöhte Veranlagung für Blutgerinnsel hat und sie wurde 8 Tage später nach Hause entlassen. Schon nach 2 Monaten konnte sie ihr Lauftraining wieder aufnehmen.